geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon im Hintergrund erkennen könnt, bin ich heute im Bikepark Nutbush Forest. Und guckt mal, was es für Neuigkeiten gibt hier. Mittlerweile gibt es sogar so ein richtiges Schild. Und da oben natürlich von den Dirt Stylers ja auch so ein richtiges Schild. Ich war richtig lange nicht mehr hier, eigentlich seit dem Winter jetzt nicht mehr. Der Magmarf ist mit dabei. Miss Peaches ist mit dabei. Fender Steve kommt gleich auch noch vorbei. Und ja, wir fahren jetzt heute mal ein bisschen entspannt hier ein und haben einfach keinen Bock auf so viel Trubel gehabt. Und deswegen haben wir uns hier den Spot noch mal ausgesucht. Viel mehr Speed. Noch ein bisschen mehr Speed. Vorderrad war in der Landung. Was klappert denn hier vorne? Nachdem wir uns unten ein bisschen warm gefahren haben auf den Linien, wollten wir dann auch hochgehen und uns da mal die neuen Strecken abchecken, weil da wird echt immer was Neues gebaut hier im Nutbush Forest und eigentlich ist es jedes Mal irgendwie anders, wenn man neu hier aufschlägt. Allerdings, bevor es losgeht, kommen wir ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Neben Arbeit und dem ganzen YouTube-Stress ist es manchmal gar nicht so einfach, einen gesunden Lebensstil zu führen. Und genau hier setzt Athletic Greens an. Es enthält 75 Vitamine und Mineralstoffe, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Athletic Greens ist super easy und praktisch. Es ist eine tägliche Routine, die nicht mal 60 Sekunden dauert und besonders mit den Travel Packs auch für unterwegs einfach super easy zu nutzen. Ich bin auf jeden Fall happy, dass ich immer noch diese Kooperation mit Athletic Greens habe, denn es gehört mittlerweile schon zu meinem ganz normalen Ritual, dass ich morgens früh so ein Ding trinke, bevor ich dann in den Tag starte. Und ich muss sagen, mir tut das Ganze einfach gut. Und wenn auch du Bock hast, Athletic Greens mal auszuprobieren, dann schau doch einfach mal in den Link unten in der Beschreibung und kannst dir das Ganze mal in Ruhe anschauen. Ich sag's euch, mir tut das Ganze gut und ich bin froh, dass ich das Ganze hier noch jeden Tag nutzen kann. Und ja, jetzt machen wir aber auch mal direkt weiter mit dem eigentlichen Video. So Leute, wie immer hat sich im Nutbush Forest wieder alles verändert und ich zeige euch jetzt mal die größten Änderungen. Ihr kennt ja die Line hier von früher, ja, da kommt der Sender Steve und hier geht es rein und guckt euch diese heftigen Dirt-Sprünge an. Also da fahre ich halt tatsächlich eigentlich fast gar nichts mehr von, deswegen tue ich mich auch gerade ein bisschen schwer, besonders nach dem Krankheitsgedöns und so. Ja, war vielleicht nicht so eine gute Idee, direkt nach Nussbaum zu fahren, aber
ich wollte halt auch nicht so super weit wegfahren. Jetzt guckt euch diese Sprünge an hier. Hier ist die Anfahrt. Da, 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 da. Sprung. Das sind halt echt richtig dicke Dinger. Und auch unten die Sharkfin ist richtig, richtig groß geworden. Oh. Ja, da ist so eine kleine Sharkfin dazu gekommen. Die könnte ich vielleicht fahren, aber zieht euch diese Teile hier rein. Guckt euch das mal an, ey. Wie heftig groß die einfach sind. Ich meine, wohin? Wohin hier? Krank, auch das da hinten jetzt. Also tatsächlich fast für mich im Moment hier ja nichts fahrbar, weil das alles diese Dirtsprünge sind. Und die Dirtsprünge mir halt tatsächlich null liegen. Beziehungsweise ich übe die halt nie, ne? Aber naja, ja, trotzdem krass. Respekt, was die Jungs hier wieder gebaut haben. Auch so eine neue Chill-Area wurde gebaut. Alles ist jetzt beschildert und alles ist gekennzeichnet. Die Lines, das ist gut auf jeden Fall zur Orientierung, aber heftige Nummer hier. Nachdem wir dann aber hier ein paar Lines gefahren sind, haben wir uns noch auf den Weg zu einem anderen Spot gemacht, um einfach nochmal so ein bisschen Springen zu üben. Denn dieser kleine Secret Spot hat echt coole, spaßige Sprünge. Nichts Wildes, aber macht auf jeden Fall unglaublich Laune. Da hatte ich schon direkt ein paar Runden am neuen Spot gefahren. Das ist echt so ein Mini-Spot hier, aber eigentlich echt ganz cool. Und auf jeden Fall super auch so ein bisschen um Springen zu üben. Feiere ich mega, macht richtig Bock. Ich war mit Marfia hier schon mal mit dem E-Bike. Aber mit meinem Enduro ist dann doch noch ein Ticken geiler. Ja, wir vergnügen uns jetzt hier eine kleine Runde. Dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Nutbush, muss ich ehrlich sagen, mittlerweile echt ein Spot, der ja zu krasse Sprünge für mich hat. Da kann ich echt fast nichts fahren und deswegen ja, muss ich besser werden, dringend. Aber naja, geht ja hauptsächlich um den Spaß. B6, B12, Calcium, Magnesium. Was ist denn eingeladen, weil du eine Instagram-Story machst? Die mich alle wieder Fahrradlehnen und dann durchpivot. Boah, du bist voll nass. Ja, Digga. Ich marsch. Brauch ein Bier. Weißt du was, ich geh jetzt einfach in den Garten und die ganze Zeit auf dem Rasen manuell. Ja. Ich kann das nicht. Steve macht Abmoderation. Ich bin der Steve. Ich fahr jetzt um den Baum. Wenn ich um den Baum rum bin, ist Video aus. Liken, kommentieren nicht vergessen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch der Content gefallen hat. Und ich ziehe jetzt hier durch. Oh. 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 Ja. Videotitel Mega Crash. Ohne Mega Crash ohne Helm. Warum ihr nicht ohne Helm fahren solltet. Mega Crash ohne Helm im Nutbush Forest. Life saved. Life saved. Right Bush. Nuthausen. Yes, Leute, das war's mit dem heutigen Video.
kleine Runde zum wieder warm werden. Hat mich erschrocken, Alter. Scheiße. Das hat er lang nicht mehr gemacht. Das hast du lang nicht mehr gemacht. Ja, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen, wisst Bescheid. Ich würde sagen, der Steve ist einfach wieder zurück. Gleich kackt er ab. Gut, Leute, ich mache die Kamera aus, bevor der Steve sich zu sehr verausgabt, weil wir müssen noch zurückfahren. Bis zum nächsten Video. Stay clean. Ja.